Karsamstag in der Hunsrückgemeinde Murshausen. Wie in anderen katholischen Orten des Rheinlands ist auch hier der Brauch des Karklapperns noch lebendig. Kinder und Jugendliche übernehmen anstelle der schweigenden Kirchenglocken Weckdienst, Zeitansage und Ruf zum Gottesdienst. Mit hölzernen Lärminstrumenten ziehen sie morgens, mittags und abends durch die Straßen, wobei sie in rhythmischem Singsang überlieferte Sprüche ausrufen. Als Klapperinstrumente verwenden die Morshausener Kinder sogenannte Rombelskästen. Es sind trapezförmige Schallkästen. Als Lärmmechanismus birgt der Kasten eine mit Schlagplättchen besetzte Walze sowie vier Hämmer, deren Stiele am unteren Kastenende verankert sind. Die Instrumente stellt der 78-jährige Schreinermeister Fritz Hammes her. Zunächst richtet er die Walzen zu. Mit dem Stechbeitel formt er die Holzrohlinge an den Enden, um sie in die Seitenteile des Kastens einpassen zu können. Das Karklappern geht auf eine liturgische Vorschrift der katholischen Kirche zurück. Nach dieser Bestimmung schweigen die Glocken vom Gloria beim Gründonnerstagsamt bis zum Gloria der Auferstehungsfeier, die an Karsamstagabend oder in der Frühe des Ostersonntages begangen wird. Die vorherrschende theologische Auffassung erklärt das Verstummen der Glocken als symbolhaftes Zeichen, als Ausdruck der Trauer um Leiden und Sterben Christi. Allgemein verbreitet ist die Redensart von der Romreise der Glocken. Die Reise wird verschieden begründet und ausgeschmückt, beispielsweise um Reisbrei zu essen oder beim Papst die Osterbeichte abzulegen. Fritz Hammes hat inzwischen die Walze auf der Hobelbank rundgearbeitet. Nun müssen die Schlagplättchen vorbereitet und in die Walze eingesteckt werden. Zunächst zeichnet der Schreinermeister die Markierungen für die vier vorgesehenen Plättchen an. Mit der Maschine bohrt er Löcher, die er dann mit dem Beitel zu jeweils seitlich versetzten Schlitzen aussticht. Seit Fritz Hammes das Schreinerhandwerk erlernt hat, baut er für die Klapperkinder die Rombelskästen. Solange er die Werkstatt selbst betrieb, stellte er die Klapperinstrumente nebenbei her. Seitdem der Sohn den zu einer modernen Großschreinerei erweiterten Betrieb führt, ist der Rombelskastenbau für den alten Schreinermeister eine Art Hobby. In den Wochen vor Ostern fertigt er Jahr für Jahr ca. 20 neue Klapperinstrumente an. Sie gehen nicht nur an Morshausener Klapperkinder, auch aus den umliegenden Ortschaften erhält Fritz Hammes Aufträge. Aus einer längeren Leiste, die der Schreinermeister nun in die Walze einsteckt, schneidet er die Schlagplättchen zurecht. Die Länge der Schlagplättchen entspricht der Größe der Hammerköpfe.
Die Überlieferung, an den Karthagen die Kirchenglocken durch hölzerne Instrumente zu ersetzen, reicht in das Mittelalter zurück. So schreibt Anfang des 12. Jahrhunderts Abt Rupert von Deutz, dass man während dieser Tage die Gottesdienste mit einem großen Schallbrett, auf das man mit einem Hammer einschlägt, ankündige. Später dienten dazu mächtige Turmratschen, die der Küster bediente. Mit der Zeit übernahm die Dorfjugend mit Handklappern diese Funktion. Bis heute ersetzen deren Klapperumzüge durch das Dorf den Ruf der Glocken beim Wecken, beim Angelusläuten und vor den Gottesdiensten. Die Seitenteile des Kastens sind inzwischen vorbereitet. Die Walze ist eingesetzt. Nun passt der Rombelskastenbauer die Rückwand ein. Die Kastenteile sind aus Hartholz, bevorzugt verwendet der Schreinermeister Weiß- und Rotbuche oder Esche. Für den Schalldeckel nimmt man Sperrholz. Fritz Hammes baut Kästen in zwei verschiedenen Größen. Die kleinen sind etwa 45, die großen ca. 60 cm lang. Alle benötigten Teile wie Rück- und Seitenwände, Boden- und Schalldeckel, Walze oder Hammerstiele sind auf Maß geschnitten vorbereitet. Während die Verleimung trocknet, fertigt der Schreinermeister die Hämmer. Sie bestehen aus den langen Hammerstielen, in deren obere, mit dem Stecheisen nachgearbeitete Enden der Hammerkopf eingesteckt wird. Die elastischen, biegsamen Hammerstiele, auch Federn genannt, werden auf den Kastenboden aufgeleimt. Dünne Holzplättchen gewährleisten einen gleichmäßigen Abstand der Hammerköpfe, damit sie sich reibungslos bewegen lassen. Beim K-Klappern kennt man nicht nur die Rombelskästen, wie sie in Morshausen üblich sind. Die Lärmgeräte sind verschiedenartig konstruiert. Die Hammerklappe besteht aus einem langen Stab mit einem beweglichen Hammer. Dieser schlägt beim Auf- und Niederschwingen gegen ein am Stiel befestigtes Brett. Die Schwingratsche weist am Griffende eine Kurbelwalze auf, über die federnde Spanbrettchen zum Klingen gebracht werden. Das größte Instrument ist die Drehklapper. Über die mit Schlagplättchen besetzte Walze werden Hämmer in Bewegung gesetzt, die nacheinander niederschlagen und einen ratternden Lärm erzeugen. Als nächstes wird der Schalldeckel bearbeitet. Mit der Maschine bohrt Fritz Hammes zunächst zwei Öffnungen in den Deckel, auf dem eine Schablone aufliegt. Der alte Schreinermeister stellt die Rombelskästen nicht wie früher in reiner Handarbeit her. Er nutzt bei verschiedenen Arbeitsgängen auch die Technik des modernen Schreinereibetriebes, in dessen Werkhalle er sich einen kleinen Arbeitsraum eingerichtet hat. Nun erhält die Schallöffnung ihre Herzform, wie sie weithin üblich ist.
Der Lärmmechanismus ist funktionsfähig eingesetzt. Zusätzlich verankert Fritz Hammes die Hämmer mit einem Querholz, das er am Fußende der Hammerstiele aufschraubt. Mit dem Querholz, der sogenannten Brücke, lässt sich auch der Klapperlärm variieren. Je weiter vorne die Brücke angebracht ist, desto härter schlagen die Hämmer an. Das K-Klappern ist vorwiegend in ländlichen Gegenden üblich. So sind es oft die Dorfhandwerker, wie Schreiner oder Stellmacher, welche die Klapperinstrumente herstellen. Je nach handwerklicher Fertigkeit bauen aber auch die Kinder selbst die hölzernen Lärmgeräte oder die Väter gehen zur Hand. Nach dem Vernageln mit je einem dünnen Drahtstift werden, wie bei den anderen Verleimungen, Schraubzwingen zum besseren Antrocknen angebracht. Zuletzt setzt Fritz Hammes den vorbereiteten Schwengel auf und testet noch einmal den Lärmmechanismus. Nachdem die Kanten noch mit Hobel und Schmirgelpapier geglättet worden sind, lackiert der Schreinermeister die Kästen und versieht sie mit einem Rollladengurt als Trageband. Innerhalb der Klappergruppe herrscht eine hierarchische Ordnung. Die Ältesten führen den Umzug an und geben das Einsatzzeichen für den Klapperspruch. Der Klapperruf variiert je nach Tageszeit. Für Karsamstagmittag lautet er Mittag Hahnenkrach, morgen ist Ostertag. An den letzten Umzug schließt sich Kasamstagnachmittag das Eiersammeln an. Den Heischegang übernehmen die Gruppenältesten. Thank you.
Die Eiergabe hängt ursprünglich mit Zinseiverpflichtungen der Dorfgemeinschaft zusammen. Dies waren Naturalabgaben zur Besoldung von Pastor, Küster und Lehrer. So erhielt der Kirchendiener unter anderem für das Läuten der Glocken die Küstereier. Diesen entsprechen die Eier für die Klapperkinder, die an den Karltagen diese Funktion übernehmen. So, Tag, ihr Junge. Tag. Du bist der Hassler. Nix, ne? Danke. Danke. Tschüss. Ja. Anderswo erhalten die Kinder nicht nur rohe, sondern auch gekochte, gefärbte Eier, Schokoladeneier oder Geld. Am Gemeindebackes, ihrem traditionellen Treffpunkt, warten die Kinder auf die Eiersammler, die in zwei Gruppen unterwegs waren. Da kommen dann die Nächste. Das ist noch eine kleine. Nadine, wie oft war es dann? Also mit 2 Jahren. Die Anzahl der zugeteilten Eier richtet sich danach, wie oft ein Kind an den Klapperumzügen teilgenommen hat. Ja, wie oft warst du? Peter. Dann Grit 5. Ja, Grit 5. Rummelmariechen. Ist 10er geflucht oder andere? 3 Mal. Wow. Wow. Genau, Rummel noch Eier. Und der Rummelkasten. Der dreiste Mal, da geht nach mir gleich. Christina. Hat jetzt 5. Christiane. Das K-Klappern erfährt in letzter Zeit einen bemerkenswerten Wandel. Bis vor wenigen Jahren waren Mädchen von den Klapperumzügen ausgeschlossen. Heute nehmen sie gleichberechtigt teil. Weißt du, was die Woche eigentlich ist am besten, gell? Ja, da haben wir. Mama, hier. Sofort mit. Ich muss Dani noch holen. Ja, wie auch mal. Dani muss noch. Auch das Eierheischen erfährt Veränderungen. Der Sammelertrag kommt nicht mehr ausschließlich den Klappergruppen zugute. Mancherorts werden die Geldgaben zum Beispiel karitativen Zwecken zugeführt. Solche Neuerungen halten den überlieferten Klapperbrauch lebendig, wie er auch in Morshausen gepflegt wird.